und herzlich willkommen zum neuen Filmtalk NRW. Diesmal wieder Parklife in Düsseldorf. Diesmal sind wir im Hofgarten. Es ist wieder sehr, sehr schön hier und es sind ein paar neue da. Heute zum ersten Mal tatsächlich beim Filmtalk. Ihr werdet das gleich sehen, wie hier noch so alles ist. Und wir haben auch einen Interviewpartner. Und das wird ganz spannend, weil der sucht noch eine ganze Menge Schauspieler in seine Serie. Seid gespannt, was kommt. Tolga habe ich kennengelernt. Durch ganz viele Sachen eigentlich. Ne? Immer mal wieder gesehen und dann da was. Jetzt hat Tolga etwas auf die Beine gestellt und das ist schon ein ganz schöner Brocken, den er sich da aufgeheizt hat. Und da wird er euch gerne was zu erzählen. Ich sage nur Medienprojekt Köln. Hallo Tolga. Hallo. Vielen Dank für die Einladung, Stefan, dass ich heute hier sein darf. Hallo zusammen. Ja, Medienprojekt Köln ist von uns gegründet als Film- und Kunst- und Kulturverein und wir haben jetzt große Ziele, die wir da jetzt anstreben und den einen oder anderen noch vielleicht von euch Interessierten da suchen. Also wer Bock hat, kann sich gerne auf jeden Fall bei Stefan und auf unserer Seite www.medienprojektköln.de einfach bewerben und dann gucken wir mal, wie weit wir mit euch zusammenarbeiten können. Zum Beispiel. Wie bist du auf die Idee gekommen, sowas zu machen? Jetzt so ein Riesenprojekt auf die Beine zu stellen? Also ich habe in erster Linie mir die Frage gestellt, so was fehlt in Deutschland? Wir haben super viele Kunst- und Kulturvereine und die machen immer so kleinere Projekte, dann landet das in irgendeinem Filmfestival, dann kriegt das einen Preis, ist auch alles gut und schön, finde ich auch super, also unterstütze ich auch, also sowas werden wir auch in Zukunft irgendwann mal bestimmt machen, aber ich habe halt gesagt, wir brauchen etwas Langfristiges und was Langhaltiges und da bin ich auf die Idee gekommen, wir machen einen Verein und wir machen eine eigene Serie. Eine richtige geile eigene Serie mit 13 Folgen, erste Staffel ist zumindest jetzt erstmal so geplant. Und dafür brauchen wir natürlich noch super viele nette Menschen, die uns dann natürlich tatkräftig unterstützen. Aber jetzt mit einem 40-köpfigen Team ist das schon ganz ordentlich, was wir jetzt seit Februar aufgestellt haben. Und da kommt auf jeden Fall was Geiles auf euch zu. Okay, das klingt ja schon mal ziemlich gut. Das heißt, es sind noch viele Rollen zu besetzen auch, ja, und aber einiges ist auch schon da. Es wurde schon ein bisschen was gedreht, halt um jetzt den fehlenden Sponsoren kommt was zu zeigen. Ne? Das war schon mal. Das heißt aber, es fehlen immer noch eine ganze Menge Leute. Ne? Ich meine, eine Serie lebt ja nun mal von verschiedenen Darstellern ein drum und dran. Sind denn schon alle Rollen besetzt oder fehlen zum Beispiel auch noch ein paar Hauptrollen? Oder? Also wir haben auf jeden Fall noch jede Menge Rollen, die zu besetzen sind. Natürlich schauen wir, dass wir charakterbezogen auch die Menschen einsetzen können. Wir haben aber auch den großen Vorteil, dass wir halt auch einen Schauspiellehrer haben, der auch den einen oder anderen vielleicht nachschulen kann und vielleicht da noch das ein oder andere herauskitzeln kann. Also da legen wir auch sehr viel Wert drauf, wenn da jetzt zum Beispiel jemand dabei ist, der jetzt vielleicht nicht so unbedingt auf diese Rolle passt, aber wir den trotzdem in dieser Rolle sehen wollen, weil er auch menschlich einfach super ist. Warum nicht? Ja klar. Das heißt, ihr gönnt euch den Luxus, wirklich einen Schauspielcoach da zu haben, der sich die Leute nochmal nimmt und auf ihre Rollen vorbereitet. Genau, Grunde, ja? Genau richtig. Das ist uns sehr wichtig, weil wir arbeiten mit vielen Profis zusammen. Wir haben uns aber auch zur Aufgabe genommen, Leute zu fördern, zu unterstützen, die Schauspielerei auch gerne machen. Mhm. Wir wollen aber auch vielleicht etwas auf die Beine stellen, was es vielleicht in dieser Art noch nicht gibt. Weil es ist nicht unbedingt immer so, dass man immer einen Schauspiellehrer am Set hat. Also wir werden auch dauerhaft einen Schauspiellehrer immer am Set haben. Nicht, weil wir die Leute nicht schlecht finden oder weil wir wirklich einen schlechten Cast haben oder sonst irgendwas, sondern damit man immer mal wieder nachgeprüft werden kann, weil wir wollen das Maximale aus den Leuten rausholen. Und wir wollen halt das Geilste überhaupt auf die Beine stellen. Das ist ja schon ordentlich. Das heißt, ihr habt eine Mischung aus gelernten Schauspielern und Quereinsteigern. Genau, genau. Okay. Genau richtig. Okay. Und die Leute wissen jetzt natürlich gar nicht, worum es überhaupt geht. Darfst du ein bisschen was erzählen oder ist das alles geheim? Also ich würde ja spoilern, wenn ich jetzt ein bisschen was darüber erzähle. Es geht auf jeden Fall um Medizin, es geht um kranke Menschen. Wir machen jetzt, um das erstmal vorwegzunehmen, wir machen kein Scripted Reality oder sonst irgendwas, weil diese Frage wurde uns tatsächlich schon in den Castings etc. sehr oft gestellt. Wir haben ein Drehbuch, wir haben Drehbuchautoren und das ist auf jeden Fall kein Scripted oder sonst irgendwas. Wir haben ein richtiges Drehbuch und
soll ich ein bisschen spoilern? Also es geht darum, dass wir die Wache 50 haben. Das sind junge Rettungssanitäter, die ihr Alltag erleben und die mit Hürden zu kämpfen haben, persönliche Hürden, aber auch eben was das Berufliche betrifft, und das Ganze ist schon sehr spannend. Also ich habe, wenn wir einen Trailer demnächst rausbringen, werdet ihr auf jeden Fall schon ein bisschen sehen. Ist auf jeden Fall sehr packend, sehr emotional und für jeden auf jeden Fall was dabei. Also, das Ding ist so, ich habe halt gesagt unseren Drehbuchautoren, so Leute, ich will etwas haben, was es halt so in Deutschland noch nicht so gibt. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, ne? Aber dann lass doch mal den Vater seine 15-jährige Tochter schwängern. Ne? Also so, solche Sachen, ne? Und das will ich halt haben. Ne? Ich will halt wirklich Tabuthemen ansprechen und wirklich auf die Kacke hauen. Also das ist auch mein Ziel. Ne? Also wirklich mal etwas auf die Beine stellen und etwas was kreieren, was es vielleicht so in dieser Form noch nicht so gab in Deutschland. Oder Tabuthemen ansprechen. Mhm. Okay. Wie bist du denn jetzt überhaupt dazu gekommen? Du bist selbst Rettungssanitäter. Genau. Ja, und dann hast du irgendwann gesagt, okay, genau, weil ich eben weiß, wie das hier alles funktioniert, möchte ich, dass das mal vernünftig und so, wie es wirklich abläuft, halt als Serie gemacht wird. Ja? Und das heißt dann also, aus deiner Erfahrung heraus hast du gesagt, machen wir das Ganze jetzt. Ja? Also ich bin ja nicht nur Rettungssanitäter, sondern ich bin seit 13 Jahren in der Film- und Schauspielwelt unterwegs. Ich habe auch sehr, sehr viele Rollen gespielt, Tatort, Soko Köln und habe mir dann irgendwann gesagt, so, wisst ihr was, ich will mal was Eigenes auf die Beine stellen. Ich habe den Einblick in den Rettungsdienst, ich weiß, wie es im Rettungsdienst ist, ich weiß aber auch, wie es in der Schauspielerei ist. Es sind zwei ganz unterschiedliche Welten, aber irgendwo tun wir doch allen was Gutes. Auf der einen Seite versuchen wir dem einen oder anderen das Leben zu retten, auf der anderen Seite versuchen wir die Menschen zu unterhalten. Mhm. Wieso packen wir das nicht alles zusammen und kreieren dann was Geiles? Ja. Klingt gut. Das heißt also, im Grunde wird noch jede Rolle benötigt eigentlich, oder? Also von Kindern bis zu Rentnern, absolut, oder was auch absolut, alles. Absolut. Das heißt also, jeder, der irgendwie meint, er möchte gerne bei sowas mal mitspielen, darf sich also gerne melden. Ja? Sehr gerne. Also das war Medienprojekt Köln. Köln. Mit Punkt oder in einem? Nein, Medienprojekt Köln. Also Medienprojekt Köln mit OE. Köln. In der verbotenen Stadt Düsseldorf? Medienprojekt Düsseldorf? Nein, Medienprojekt Köln. Medienprojekt Köln, das darf man in Düsseldorf tatsächlich sagen. Wir sind ja weltoffen, das haben wir über die Völkerverständigung, haben wir im letzten Film Talk ja schon gesagt. Das genau. Stimmt. Und deswegen, nein, auch in Düsseldorf darf das Medienprojekt Köln, hier darf sogar gedreht werden. Echt? Ja, also als Medienprojekt Köln darf man auch in Düsseldorf drehen. Freue ich mich. Im Hofgarten hier zum Beispiel. Freue ich mich auf jeden Fall. Also im nächsten Park live, was weiß ich, hier irgendein Foodtruck brennt ab und es sind 1000 Verletzte. Ja. Hier zack, die Rettungssanitäter. Absolut, ne? Irgendwas fliegt in die Luft. Genau. Kein Problem, ja. Machen wir. Ja, cool. Machst du denn weiterhin immer noch beides? Jetzt auch heute noch Rettungssanitäter und Schauspielerei? Ja. Und jetzt das Projekt noch? Ja, also es ist... Ist das nicht ein bisschen viel? Es ist schon tatsächlich sehr viel. Ich merke auch tatsächlich, dass ich immer wieder an meine Grenzen stoße, muss ich absolut sagen. Aber es ist halt die Leidenschaft, die dahinter steckt. Und wenn irgendwo Leidenschaft mit dahinter ist, dann vergisst man vieles, den ganzen Stress etc. Ich bin zum Glück nicht mehr auf dem Rettungswagen oder am Krankenwagen, sondern ich sitze in der Leitstelle. Das nimmt mir schon mal so ein bisschen das Körperliche ab. Aber dennoch, ist halt, ich meine, wir haben ein tolles Team und mittlerweile ist es ein Selbstläufer. Klar, war der Anfang natürlich so ein bisschen holprig. Logisch, ne? Das ist, glaube ich, in jeder Firma so. Und jetzt aber ist es ein Selbstläufer. Die Leute arbeiten, sind wirklich, wir haben echt, muss ich auch an dieser Stelle sagen, also falls unser Team das sehen sollte, ihr seid ein geiles Team, ich liebe euch. Und ja, auf jeden Fall ein tolles Team und das ist mittlerweile ein Selbstläufer und ich muss da nicht viel noch machen. Ne? Okay, super. Nur noch Geld reinschaffen. Ja, natürlich, das ist klar. Also ich meine, wenn jetzt natürlich auch irgendwelche potenziellen Sponsoren das sehen, ne? Also auch immer gerne willkommen. Also wenn ihr irgendwas habt, was natürlich irgendwie zu einem Film passt, oder wenn ihr sagt, okay, ich habe kein Geld, aber ich habe vielleicht Catering für die Dreharbeiten oder ihr habt was auch immer, womit man halt eine Produktion unterstützen kann, auch gerne melden. Ne? Es gibt ja genug Möglichkeiten. Absolut. Und die jetzt hier sind, können natürlich direkt mit Tolga reden, ob sie irgendwie passen und der Rest soll sich auf jeden Fall bewerben. Sehr gerne. Also wer Lust hat, Zeit hat, in welcher Form auch immer, als Schauspieler oder als hinter den Kulissen, meldet euch einfach bei uns unter www.medienprojektköln.de oder info@medienprojektköln.de. Schreibt sonst dem Stefan. Das Gute ist ja, der Stefan ist unser Regisseur. Also was Besseres kann uns natürlich nicht passieren. Der haben wir natürlich einen Jackpot gezogen und das ist so, das bleibt so irgendwie so ein bisschen in der Familie. Ja. Deswegen freue ich mich da auf jeden Fall auch mit Stefan, eine geile erste Staffel zu drehen. Vielleicht auch eine zweite. Mal gucken. Ja, eine zweite. Ich bin auch sehr gespannt auf jeden Fall. Ja, Tolga, das war eigentlich schon so. Du hast dein Team angesprochen, du hast die Leute angesprochen. Dann würde ich sagen, dann gucken wir mal, was jetzt hier sich hier noch so ergibt, was die Leute hier noch so bringen und dann sind wir gespannt auf eure Bewerbungen. Danke dir. Danke auch. Jetzt haben wir ja heute hier wieder den Filmtalk. Ist ganz schön, allerdings vermisse ich so ein bisschen doch so ein paar Sachen. Der richtige Austausch zwischen den Menschen. Mir fehlt so ein bisschen auch innen
dass wir halt was zeigen können, was präsentieren können vor Ort. Wir können das für euch jetzt halt nur einschneiden. Aber ich finde es schon ganz schön, wenn das vor Ort alles wieder gezeigt werden kann. Und auch viele wichtige Themen, weil es tut sich so viel in der Filmlandschaft gerade. Und ohne Agenturen geht nichts mehr. Und es sind so viele Themen und es wird so viel gestreamt und so viel gedreht. Und irgendwie muss man darüber jetzt mal reinkommen. Und das finde ich als Themen extrem wichtig. Und ich glaube, wir sollten beim nächsten Filmtalk da mal so ein Special zu machen. Wenn einer noch Ideen hat von euch, also gerne mal was schreiben, wozu ihr was wissen möchtet. Oder wenn ihr sagt, wir haben eine super Idee, was man mal besprechen könnte, gerne mir schreiben, ne, über Filmtalk NRW, also auf Facebook, oder mich halt einfach anschreiben über Facebook oder Instagram oder was auch immer. Also ich bin da offen für eure Ideen, fände ich super, dass wir einfach mal demnächst ja, wieder so richtigen Ideenaustausch haben und uns alle wieder vernünftig nach vorne bringen, wie es sonst auch so war. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen dümpelt es doch so vor sich hin. Das finde ich schade. Ja, ihr Lieben, das war der Filmtalk NRW. Ich habe heute sogar was geschenkt bekommen, ein Steinpilz-Risotto für meine gute Arbeit. Ja, seht ihr? Das nächste Mal hoffe ich doch, dass wir ein paar mehr da sind. Waren jetzt heute nicht ganz so viele. Ihr habt echt was verpasst, also gerade vor Ort. Und die nächsten Male werden wir wahrscheinlich dann auch wieder indoor sein, also keine Außen-Filmtalks mehr haben, weil Parklife dann auch nicht mehr stattfindet. Wird ja auch irgendwann kühl. Wir werden eine neue Location haben, die gebe ich rechtzeitig bekannt. Und dann freue ich mich auf euch, weil dort ist alles vorhanden, was wir brauchen. Viel Spaß, bis zum nächsten Filmtalk. Ciao. Like